Wie kommt das Ei zum Osterfest, der Weihnachtsmann zu seinem Bart? Wie war das noch mit Pfingsten, wie kommt die Glocke an den Start? Es gibt tausend tolle Fragen rund um Kirche und viel mehr. In unserem kunterbunten Dings, da gehen wir Ihnen hinterher. In unserem kunterbunten Dings, da gehen wir Ihnen hinterher. Heute der Klingelbeutel. Ach, hallo, da seid ihr ja wieder. Logodor und ich bereiten heute den Gottesdienst vor. Wir stellen die Stühle auf, machen den Altar schön und. Was ist das denn für ein Dings da? Das ist ein Klingelbeutel, Logodor. Klingelbeutel? Klingelt gar nicht. Ja, das stimmt. Heutzutage klingeln die Klingelbeutel nicht mehr so. Früher aber war unten am Klingelbeutel ein kleines Glöckchen befestigt. Oh. Denn wenn man in der vollen Kirche, wo die Menschen dicht gedrängt in den Reihen standen, dann den Klingelbeutel durchgegeben hat, so wusste man immer, wo der Klingelbeutel gerade war. Ach so. Ja. Heute steht das Klingeln des Klingelbeutels wohl eher im übertragenen Sinne für das Klimpern des Geldes. Wie? Schmeißen die Christlinge da Geld rein? Ja, für die Kollekte. Weißt du, was eine Kollekte ist? Guckst du hier. Eine Kollekte ist eine Spendensammlung im Gottesdienst. Das gesammelte Geld wird unterschiedlich verwendet. Für Kindergärten, Menschen, die traurig sind, keine Wohnung haben oder denen es aus anderen Gründen nicht gut geht. Schon vor 2000 Jahren sammelten die Menschen in den Gemeinden Geld. Das steht in der Apostelgeschichte und in den Paulusbriefen. In den frühen christlichen Gemeinschaften warfen die Menschen, die genug Geld hatten, etwas in den Beutel. Und die, die zu wenig hatten, die durften sich etwas herausnehmen. Kein Wunder, dass es nicht klingelt. Die schmeißen Scheine rein. Ja, das stimmt. Jeder gibt, was er kann und was er will. Es ist völlig freiwillig. Logodor möchte auch sammeln. Wofür möchtest du denn sammeln? Für einen neuen Klingelbeutel, der klingelt. Aber dafür brauchst du nicht sammeln, Logodor. Schau mal, da habe ich vielleicht was für dich. Wollen wir tauschen? Oh, ist das schön. Danke. Damit sammle ich im nächsten Gottesdienst für hungernde Kinder, Brunnenbau in Afrika, Glocken für Golos, Freundschaftsbänder für die Welt.